By the way, Montana Black zeigt seine gesamten Einnahmen. Müssen wir uns mal reinziehen. Ich will wissen, wie viel er Geld verdient. Und ganz Acht zufälligerweise. Minuten. Komm, wir müssen uns jetzt mal reinziehen, wie viel er Geld verdient. Ich kann euch sagen, ich mache bestimmt mehr Geld als er. Alles andere wäre ein Witz. Also ich weiß nicht, wie das jetzt hier passieren konnte. Liegen hier gerade noch die Limitierungen. Er zeigt sie all-time. Ui, all-time, okay. All-time, okay, das kann auf jeden Fall richtig heftig sein. Autogrammkarten. Die ist aktuell immer noch bei mir im Shop Komm, zu wir jeder scrollen vor, ich habe Bestellung. keinen Bock jetzt auf lange. Aber, Digga, ich komme mit diesem YouTube-Studio einfach nicht mehr klar. Der hat 2.388.000 Abos, 17.000 die letzten 30 Tage. Ranking, das Video mit 344.000 Aufrufen nach einem Tag und 11 Stunden ist Platz 8 von 10. GG. Und sein Kanal ist aber generell ein bisschen nach unten gegangen. Ein ganzes Stück sogar nach unten gegangen. 34.000 Euro Umsatz mit 9 Millionen Klicks. Ja, das ist ein 4er RPM. Das ist in Ordnung. Ja, aber für Montana Black ist das eigentlich gar nicht mal so krass, ne? Hier seht ihr den Betrag in Euro, aber wie gesagt, das ist brutto, also da werden noch Steuern von abgezogen und 10% noch an mein Netzwerk, also Wiedergabe basiert. Ey, das ist ja wie bei mir. Ich habe sogar einen besseren RPM als er. Was ist mittlerweile los mit mir? Mittlerweile bin ich ja mal mega relevant. CPM sind 6,35 €. Das ging auch schon mal besser, Digga, ehrlicherweise im Dezember. Vielleicht steigt er noch. Also ich hatte aber auch schon mal im Dezember ein 12er, also das Doppelte an CPM, Digga. Wenn ich jetzt mal gucke, kann ich Alexis, ich will bloß wissen, 2019, was er hier hat. 2019 hat richtig reingeschickt. Der hat 2019 insgesamt das ganze Jahr über, hat er einen wiedergabebasierten CPM von über 8 Euro. Und jetzt hat er im Dezember nicht mal 7 Euro. Digga. Der hat übrigens in dem Jahr 568.000 Euro gemacht. Fortnite, ja. Aber wie gesagt, nicht vergessen, da gehen nochmal 10% ans Netzwerk ab, was ja auch schon dann über 50.000 Euro sind. Und dann nochmal die Hälfte Steuern. Ne? Ich guck mal ganz kurz 2018. Ich glaube, 2000, nee, 2018 kann ich gar nicht gucken, Digga. Ich kann mal gucken, 2020. Also, 2000. guck mal, von dem 8er CPM runter auf den 5er CPM, auf den 2,5er RPM, das ist für Montana Black wirklich nicht gut. Aber guckt euch das mal an, der hat einfach im Oktober, wenn ihr hier seht, 65.000 Euro gemacht. Und das ist übrigens der Unterschied zwischen September-August-Einnahmen, ne? Hier 18.000, gut, hier 32.000 ist in Ordnung. Und Oktober. Oktober geht der CPM einfach hoch. Oder da gehen generell die Werbeaufrufe viel, viel krasser rein. Ich vermisse die Zeiten, als YouTuber uns angelogen haben, mit pro 1 Million Klicks macht man ca. 1.000 Euro. Ja, damals hat ja jeder gesagt, man darf das nicht zeigen und sowas, was übelstes Gelapp ist, weil man konnte es eigentlich immer 2020 sogar zeigen. weniger, aber ich habe 2020 auch weniger hochgeladen. Ja, schade, dass ich nicht 2018 gucken kann. Oktober war zum Beispiel der Malta-Bann. Da habe ich mehr Videos hochgeladen und ja, ne, direkt, ja. Daniela, Aber da Daniela seht ist ihr ja das. auch wieder, da seht ihr auch wieder, dass ich das alles zum Spaß mache. Ne? Überlegt einfach mal, ich wäre so aktiv wie in der Zeit, wo ich gebannt worden bin und würde jeden Monat so viele Videos hochladen. Ja, wie ist denn jetzt Klicks, Alltime? Umsatz. Weniger natürlich, ist klar, weil da lade ich auch weniger Videos hoch. Analytics, 20. Umsatz. Ja, da habe ich jetzt für den Dezember, wir machen mal einfach komplett 2000. Letzten 2020 habe ich mit dem Hauptkanal 57. Kleingeld, Digga. Naja, Bruder. Das 57.000 Euro, ne, müsste ich das mal überlegen. Das ist halt pro Monat sind das fast 5.000 Euro. Kleingeld, Digga. Pro Monat fast 5.000. Easy. Das, Brutto. ich habe halt, aber man muss auch fairerweise sagen, ich habe in dem Jahr, Digga, auch fast nichts hochgeladen. Ne? Umsatz. Jetzt macht er bestimmt Alltime, oder? Nee, Ja, das ist auch ein bisschen hochgegangen. Ist In den Dollar. letzten 7 Tage hat er übrigens 7.900 Euro verdient. Er macht pro Tag über 1.000 Euro. Einfach mal überlegen, nochmal drauf klarkommen. Einfach nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, was hier gerade passiert. Gewesen. Ach so. Pro Tag 1.000 Ah, Euro. okay. Dann, nee, dann ist gleich. Dann ist gleich. Ich kann hier nur zurückgehen bis 2019, Brudi. Ach so, das ist die letzten 7 Tage. 2020. Das ist alles so kompliziert geworden, Mann. Das ist auch krass, Digga. 53%. Soll ich das wirklich mal machen, oder was? Unbegrenzt. Yo, 1 Million Euro. Wie kann man denn über den ganzen Kanal insgesamt einen wiedergabebasierten CPM von 7 Euro haben? Geisteskrank. Geisteskrank.
Oh, ja, da kriege ich direkt Stressblähung, Alter. 1 Million habe ich, seit ich den Spontaner Black-Kanal habe, damit verdient. Machen wir bei Montana Black, machen wir gleich, Digga. Also ziehen wir davon 10% fürs Netzwerk ab, was 100.000 sind, dann nochmal 500 Black. Nachdem ich es versteuert habe, davon habe ich mir meine beiden Eigentumswohnungen gekauft. So kann man es rechnen. Und dann machen wir nochmal Montana Black, geschätzter Umsatz insgesamt, Analytics, jetzt bin ich gespannt, Umsatz, Mann. Unbegrenzt. Er hat auf seinem Hauptkanal einen Umsatz von 145.000 Euro, kannst du mir nicht erzählen. Kannst du mir eigentlich nicht sagen. Aber da hat er halt wenig Videos drauf gemacht. Oh, das tut weh, Digga. Stimmt nicht. Digga. Das kann doch nicht sein. Weiß ich. Muss ja. Das ist Anfang 2019. Nee, Digga. 5.8.2009 bis 2020. Ja, habt ihr recht. Diagramm. Ja. Nee, darauf habe ich gar nicht geguckt, Digga. Na, wahrscheinlich. Ah, nee. Weiß nicht, woran das liegt, dass er das jetzt so anzeigt. Mal nochmal Refresh. Das ist eine falsche Anzeige gewesen. Netzwerkwechsel, ja, aber hatte ich mit dem anderen Account auch. Deswegen Netzwerkwechsel, das kann sein, weiß ich nicht, Diggi. Aber ja, absolut stabil, ich muss sagen, es ist heftig. Super Rente, ja, Mann. Also ich würde es feiern, ja, das Geld für die Rente, dürfte ich mich gar nicht beschweren. Also ich würde mich da nicht beschweren, das ist schon stabil. Ich würde von jedem Geld nehmen, lol. Ja, bin ich genauso. Alle Geld einhamstern hier, das ist wichtig. Also ich bin so froh, dass ich das hier machen kann. Ich muss mich jetzt nochmal bedanken. Also jetzt nicht nur an euch da draußen, generell bedanken für dieses Leben, was ich trotzdem führen kann. Ne? Es ist zwar gerade ultra stressig, ne? Ihr bekommt das auch mit durch die Streams, durch Storys oder sonst irgendwas. Kann sein, ja. Aber ey, dass ich mit meinem Hobby Geld verdienen darf, ja. Und ihr damit halt eigentlich 100% beitragt, muss man sagen. Ist einfach so unglaublich krass. Ich verstehe es einfach. Ich habe das damals nicht verstanden, als mir damals... mit 10 Zuschauern, 20 Zuschauern auch Leute gespendet haben, konnte ich nie verstehen. Dass das jetzt immer noch so ist und dass es fast noch größer wird oder so, das ist heftig, ja. Das ist einfach nur heftig. Und ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, an dem ich sage, es lohnt sich einfach nicht mehr. Ich höre auf mit YouTube und Twitch und mache dann Vollzeitarbeit, ja. Weil ihr einfach nichts gönnerische Schweine seid. Nein, ich halt mein Maul. Nee, ich muss aber sagen, es ist schon absolut geil. Egal wie stressig alles ist, muss man einfach trotzdem sagen, ich kann mit dem, was ich hier mache, mich teilweise finanzieren. Was will ich mehr? Ich hätte mir doch niemals 2 Kameras holen können oder 2 neue Kameras holen können. Oder eine Go XLR, damit ich einen Autotune-Effekt machen kann. Ja, sowas zum Beispiel. Das ist doch absolut genial, ne? Ein geiles Mikrofon. Absolut heftig. Ich komme nicht drauf klar, dass das alles so passiert ist, alles so geworden ist. Ich find's absolut wild. Aber das nochmal dazu. Finde ich wild. Finde ich einfach wild. Es ist, das ist wie wenn du Fußball spielst und du verdienst mit Fußball dein Geld. Also zum Teil dein Geld. Du musst nicht Vollzeit arbeiten gehen, sondern kannst noch mit Fußball so viel Geld verdienen, dass du sagst, jo, ich kann das Halbzeit machen oder Teilzeit machen. Und genau das ist gerade bei mir. Absolut Wahnsinn.